Die Entscheidung über den Sieg bei der Parlamentswahl in Bulgarien hängt an den Auslandsstimmen. Nach Auszählung von 95% aller abgegebener Stimmen kam das Bündnis GERB-SDS des langjährigen Ministerpräsidenten Bojko Borisow auf 23,9%. Die Protestpartei ITN liegt mit 23,6% knapp dahinter. Erwartet wird, dass eine Regierungskoalition ohne Beteiligung von Borisows Partei gebildet wird. Der ITN-Vorsitzende Slavi Trifonov meldete sich schriftlich zu Wort. Heute war ein guter Tag für die bulgarische Demokratie. Das war die gerechteste Wahl, die das Land je erlebt hat. Und das nicht, weil es ein solches Ergebnis gibt, sondern wegen der neuen Wahlbestimmungen, die den Stimmenkauf, die von Unternehmen kontrollierte Stimmabgabe und das Phänomen der Karteileichen auf ein Mindestmaß beschränken, schrieb der bekannte Sänger und Fernsehmoderator. Die größte Überraschung bei der Wahl ist das knappe Ergebnis zwischen dem ersten und zweiten sowie dem dritten und vierten Platz. Noch ist also nichts entschieden. Alle setzen auf die im Ausland abgegebenen Stimmen, um sich einen Vorsprung zu verschaffen. Die bisherige Auszählung der Auslandsstimmen lässt auf Zuwächse für ITN schließen. Die Wahlbeteiligung lag amtlichen Angaben nach nur bei rund 27%.